Ich glaube, wir haben mehrere. Beim letzten Mal war es, glaube ich, Moritz Fritz und Bernhard Kiri. Ich kann mir schon vorstellen, von wem die Frage kommt und ja, zu der Person möchte ich eigentlich nichts sagen. Der weiß, glaube ich, selber, dass er am öftesten im Kreis in der Mitte ist. Ja, ist noch eine lange Saison mit vielen Baustellen. Nicht wirklich. Es gab viele Spiele, die positiv als auch negativ waren. Der Abstieg mit Mainz damals in die vierte Liga war glaube ich, der negativste. Und positiv gab es zu viele, um alle jetzt zu benennen. Absolut, absolut. Ja, momentan ist er ein bisschen schwierig, aufgrund der aktuellen Lage. Ja, viel mit Freunden eigentlich, bisschen Tennis spielen, so die klassischen Sachen, die man so macht. Grausam. Ja, schon. Klar, nicht zu allen, weil man hat ja schon ein paar, mit denen man zusammengespielt hat, aber mit den Engsten hat man noch Kontakt natürlich. Wie es mir ging es eigentlich gut, bis auf dass ich meinen Geschmack und meinen Geruchssinn verloren habe. Ja, die Spiele zu Hause zu verfolgen ist grausam und 10 Tage alleine zu Hause ist doppelt so grausam. Meine eigene Musik, deswegen kann ich auch immer nicht so genau zuordnen, wer Kabinen-DJ ist. Ich hoffe einiges. Es reicht eigentlich langsam mit Geisterspielen. Ne? Keine Ahnung, wie lange das noch dauert, aber ich hoffe, dass einiges los sein wird. Na, ich würde schon sagen, dass die niederländische Eredivisie ja, qualitativ schon besser ist, auch von den Einzelspielern her. Wenn man sich allein nur die Mannschaften anguckt, da spielen Mannschaften in der Champions League. Fußballerisch verglichen ist es einfach ein anderer Fußball, ist viel mehr auf Technik basiert, viel schneller. Dafür ist die dritte Liga halt sehr robust, was du da drüben eigentlich eher weniger hast. Das ist mir eigentlich relativ egal, ob jung oder alt. Es muss immer zwischenmenschlich irgendwie passen. Und natürlich, ja, muss der Trainer auch zur Mannschaft passen. Und da ist es mir egal, ob er jung, alt, erfahren, unerfahren ist. Die Chemie, wenn man das so sagen kann, macht das dann aus. Ich wohne in Köln, Ossendorf. Habe viel Schlechtes am Anfang über Ossendorf gehört. Muss aber sagen, ich fühle mich sehr wohl da, und bin froh, dass ich da gelandet bin.